Ein 7-jähriges Mädchen wurde von der Notaufnahme zu Ärztin Birgit Maas in die Kinderstation überwiesen. Obwohl die Schülerin über Bauchschmerzen klagt, befürchtet ihre Oma eine Kopfverletzung. Ich habe sie nach der Schule abgeholt, weil ihre Mutter kommt sie nachher abholen. Ich war kurz in der Waschküche und in der Küche drin und komme zurück. Und da klagt Johanna über Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Und ich vermute mal, sie hat, oder ich wäre beruhigt, wenn sie ihr mal den Kopf röntgen würden. Ja, warum? Wir röntgen. Sie sagte, vielleicht ist sie gefallen. Sie sagte immer, der Kopf tut ihr weh. Und, aber sie hat jetzt selber, ich gucke jetzt gleich mal nach dem Kopf, ne? So. Hör mal, darf ich dir einmal die Mütze abnehmen? Ja? Sieht mal ein bisschen verwuselt drunter aus, ne? Sehe ich auch immer. So. Mama kommt auch gleich. Meine Tochter habe ich informiert, die kommt gleich aus dem Büro. 120 zu 75. Nehmen wir das mal, ne? Einmal hier im Kopf gucken. Also da kann ich jetzt nicht sehen. Bist du denn auf den Kopf gefallen? Nein. Nein? Johanna kam zu uns in Begleitung ihrer Oma, die sich sehr große Sorgen gemacht hat. Johanna hat an Beschwerden Kopfschmerzen, Bauchschmerzen angegeben. Die Oma hat schon ein bisschen darauf gedrängelt, wir sollten doch eine Röntgenaufnahme vom Kopf machen. Sie hatte große Angst, dass sie auf den Kopf gefallen ist. Das Mädchen selber hat aber eigentlich gesagt, sie ist nicht gefallen. Ich konnte auch gar keine äußerlichen Verletzungen feststellen, keine Hämatome, keinen Schratzer, gar nichts. Irgendwas stimmte hier einfach nicht. Als die Mutter des Mädchens auf der Kinderstation eintrifft, rückt die Oma endlich mit der ganzen Wahrheit heraus. Die 55-Jährige hat bis jetzt nämlich ein ganz entscheidendes Detail verschwiegen. Johanna hat sich doch das Trampolin gewünscht. Und der Opa und ich haben uns überreden lassen, wir haben ihr eins geschenkt. Was? Sie weiß aber, dass sie nicht drauf darf, wenn sie alleine ist. Und jetzt mache ich mir Sorgen, dass sie sich... Ich habe das jetzt gerade mitbekommen, Trampolin. Ja, sie hat ein Trampolin bei uns stehen und... Meine Tochter wollte das noch nicht. Ja, solche großen Geschenke machen wir. Der Opa und ich, wir haben es. Gut, das lassen wir jetzt mal gerade beiseite. Wie geht's ihr? Was ist los? Das gehört ja jetzt erstmal nicht hierhin. Deswegen hatten Sie jetzt auch die Befürchtung, dass sie auf den Kopf gefallen ist. Dass sie weiß zwar, dass sie nicht alleine drauf darf, wenn niemand in der Nähe ist. Aber okay. Hatte jetzt Angst, dass sie auf den Kopf gefallen ist, während sie gesprungen ist. Würde ich jetzt ausschließen, ne? Aber wir würden sie schon beobachten, weil sie zeigt jetzt gar keine Symptomatik. Sie hat keine offenen Stellen, keine blauen Flecken. Sie selber sagt auch, sie ist nicht auf den Kopf gefallen. Was hat sie bei Bauchschmerzen, ja, so schnell sind wir nicht. Ich frage ja noch einmal ein bisschen nach. Ne? Bei Bauchschmerzen muss man natürlich immer dran denken, hat sie einen Infekt gehabt? Sie sagen jetzt, sie war noch alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ja. Auch als ich sie von der Schule abgeholt habe. Du bekommst jetzt eine, kleinen Augenblick, wir reden sofort weiter. Du bekommst jetzt, sie bekommt jetzt erstmal eine Infusion mit Schmerzmittel, ja? Und dann wird das gleich ein bisschen besser. Ja, okay? Ja, danke schön, du bist aber süß. So, die Frage ist jetzt, Johanna, hast du denn, hast du denn irgendwas Ungewöhnliches gegessen? Nein, nur ein Butterbrot. Ein Butterbrot heute in der Schule? Bei uns noch gar nichts. Ich habe das Essen noch gar nicht fertig gehabt. Ich wollte noch den Bohneneintopf machen. Ich habe doch heute Morgen die Bohnen geholt auf dem Markt. So ist besser, ne? Wir machen am besten mal einen Ultraschall. Ja. Na, gucken wir mal. Ich höre einmal deinen Bauch ab, ja? Keine Angst, alles wird gut, ne? Bei der Ultraschalluntersuchung überprüft die Kinderärztin, ob es zu Veränderungen an den inneren Organen gekommen ist. Die Bilder auf dem Monitor bringen das Rätsel um die Bauchkrämpfe aber nicht ans Licht. Konnten Sie irgendwas sehen? Ich habe mir jetzt einmal einen Überblick verschafft. Ich konnte jetzt nichts Auffälliges sehen. Wir würden Sie stationär aufnehmen. Wir würden dann einmal die Ergebnisse abwarten und dann würden wir einfach noch mal sprechen. Wir haben bei der Johanna sowohl Blut abgenommen als auch den Bauchraum abgetastet, Pupillenkontrolle gemacht, einen Ultraschall von Bauch gemacht. Aber die ganzen Ergebnisse waren ohne pathologischen Befund. Wir tappten weiterhin im Dunkeln. Während die Laborergebnisse bei dem Mädchen noch ausstehen, will Schwester Mira im Nachbarzimmer einer jungen Patientin beim Duschen helfen. Von der fehlt jedoch jede Spur. Die 13-Jährige ist mit einem Jungen, der ebenfalls eingeliefert wurde, beim Sportunterricht zusammengestoßen und hat sich am Knie verletzt. Im Wartebereich entdeckt die Krankenschwester die beiden. Hallo, Entschuldigung, hallo. Du hast mich doch heute Morgen gebeten, dass ich dir ein bisschen helfe wegen deinem Knie, dass ich dir beim Duschen vielleicht ein bisschen behilflich bin. Ist jetzt ungünstig? Ja. Jetzt ist es nur so, dass ich gerade Zeit habe. Ne? Weil gleich habe ich dann auch wieder was zu tun. Nicht so gerne. Warum?
Ja, weil ich einfach reden möchte. Sonst hat man einfach diese Chance nicht. Ist doch kein Problem. Wir ja, können ja, doch gleich noch reden. Das verstehe ich. Nur wir sind hier leider in einem Krankenhaus. Und ich habe auch einen engen Zeitplan. Nur vielleicht 5 Minuten kommst du gleich. Nein, jetzt nicht. Hm. Ja, gut. Geh einfach mal duschen. Jetzt ab. Ist doch kein Problem. Wir können uns doch gleich noch unterhalten. Alles okay? Alles okay, ja, alles das fand ich jetzt auch. Warum zuckst du denn so? Hat er nur Spaß gemacht. Ist oder? Egal, ist eh nix. Alles gut. Du guckst aber auch so. Darf ich mal auf deinen Arm gucken, bitte? Nicht hier, bitte nicht. Ist wirklich alles Können wir vielleicht einfach woanders hingehen dafür? Mhm. Okay, lass mich mal gerade gucken. Wir gehen hier an die Seite, ja? Okay. Bis gleich. Ich will nur mal gucken, ob da... Lass mich mal hier ganz nur mal drauf gucken. Können wir vielleicht noch weiter weggehen? Ja, wir gehen weiter weg. Ich will nur wissen, warum du so schreist. Okay, das aber es ist nichts. Nee, alles gut. Okay, weißt du was? Lass uns mal zum Arztzimmer gerade gehen. Aber das ist echt nichts. Ist ja auch jetzt nicht schlimm, mach dir keine Sorgen. Ich möchte nur, dass wir da einmal richtig drauf gucken jetzt, ne? Als ich Nina meine Hilfe beim Duschen angeboten habe, reagierte sie ja plötzlich sehr abwehrend. Es hat mich schon sehr gewundert, weil sie morgens eigentlich darum gebeten hat, dass ich ihr helfe. Ja, dann stellte sich dann doch heraus, dass sie wohl etwas vor mir verbergen wollte. Sie saß da mit dem Lennart und naja, er hat ihr scherzhafterweise so auf den Arm gestupst und dafür hat sie das doch ist ziemlich... Nicht, wirklich nicht. Ja, also die Reaktion kommt mir komisch vor. Ich habe ja auch leicht was gesehen. Darf ich das nichts mir mal angucken? Nein, nicht so gerne. Ne, warum nicht? Es ist einfach nichts, es ist nur so eine Verletzung. Wenn nichts ist, kann ich auch mal auf nichts gucken, also, oder? Ich habe schon eine große Rötung, da habe ich auch gesehen. Und weißt du, du bist ja jetzt hier im Krankenhaus und ich wollte dich ja jetzt eh duschen. Ich hätte es ja jetzt eh gesehen und wir wollen doch nur zu deinem Besten mal sehen, okay, ob klar, da mach mal die Haare ist. Zur Seite. Das sah so dann machen, entzündet aus. Dann machen wir jetzt gar kein Kokolores, das gucken wir uns an. Ja, okay. Ja, super. So wünsche ich mir das. Ja. Ah, haha, oh je. Nicht ein Händchen da dran. Ja, das glaube ich dir. Also, oh Gott. Wo hast du das denn her? Das ist... Was das ist ja viel. Mal die Haare hier aushalten. Das ist jetzt im von weitem aussah. Ja, okay. Also nichts ist ein großes Herz ja. Mit L drin. Ja, also ich bin halt in den Lennart verliebt. Also das ist halt der Junge, der gerade im Wartebereich mit mir da saß. Und ja, und deshalb sind wir halt auch im Sportunterricht gegeneinander gelaufen. Ich habe halt im Sportunterricht von ihm geschwärmt und... einfach auf niemanden mehr geachtet. Ich habe einfach nur an ihn gedacht und dann bin ich halt gegen ihn gelaufen. Und deshalb sind wir beide jetzt hier und ja. Okay, und, ja. Aber vom Gegenlaufen kommt ja hier nicht ein Herz mit L. Also das sieht, das ist schon gut entzündet. Das ist ja noch nicht so alt, ne? Nein, das war im aber, Unterricht. Das habe ich mir dann mit einer Freundin mit einem Zirkel rein. Im Unterricht? Mit einem Zirkel. Och Mensch, da sind auch Bakterien dran. Das ist ja total entzündet. Gut. Also, ich habe im Unterricht habe ich ganz andere Sachen gemacht, aber mit dem Zirkel, sich sowas verewigen, kenne ich jetzt nicht so. Also, pass auf, das machst du nicht, bitte nicht mehr, ja? Das kann sich wirklich entzünden, ja? Am Zirkel sind, also, gut, ich fange mal anders an. Also, am Zirkel sind erstmal richtig viele Bakterien, ja? Das andere ist, das sieht jetzt hier noch oberflächlich aus, ja? Ja. Aber das ist wie Tätowieren. Wenn du damit zu weit runterkommst, können da schon Narben bleiben und dann hast du das dein Leben lang. Ob dir das in ein paar Jahren noch gefällt, weiß ich nicht, wenn das dann so sein sollte. Ich vermute jetzt aber nicht, dass es was Bleibendes ist, aber das tut dir auch deswegen so weh, weil das anfängt, sich hier richtig zu entzünden. Ne? Nina, ja. Weiß der Lennart davon? Nein, aber davon soll er auch nichts erfahren, bitte. Okay, verstehe. Deshalb warst du jetzt draußen auch so verhalten. Oh, oh, das ist jetzt so kalt. Na, guck mal, das ist ein ganz tolles Zeug. Das brennt eigentlich nicht. Nur im allerersten Moment. So, das lassen wir jetzt erstmal hier. Da kommt so ein bisschen Blut mit. Wir lassen es jetzt erstmal abtrocknen. Machen wir Silberschaum nachher drauf. Ja, lassen wir dann auch mal ein bisschen. Aber nichts in der Sorge. Nein, natürlich nicht. Pass mal auf, wir sagen hier überhaupt nichts. Ne? Aber das ist mir jetzt wichtig. Das eine ist das mit dem Lennart, das andere ist, das kann sich wirklich schwer entzünden und das müssen wir versorgen. Ja, das ist ganz wichtig. Ums Duschen kommst du dann jetzt noch mal drumherum, da hast du Schwein gehabt. Ja. So würde ich jetzt nicht duschen. Ja.
Mach das bitte nicht mehr. Zunächst einmal ist es wichtig, dass die Entzündung zurückgeht, nicht weiter fortschreitet, die Wunde sich nicht noch richtig infiziert. Ob man da später noch was sehen wird, bleibt jetzt abzuwarten. Ich denke, sie hat hier nur die obersten Hautschichten verletzt, da wird es narbenfrei verheilen. Wenn sie allerdings Pech hat und es in tiefere Hautschichten gekommen ist, wird sie da doch ein lebenslanges Andenken haben. Während sich die Krankenschwester weiter um den verliebten Teenager kümmert, wird Kinderärztin Birgit Maas zu der 7-jährigen Patientin mit den unerklärlichen Bauchkrämpfen gerufen. Der Zustand der Schülerin hat sich plötzlich verschlechtert. Obwohl nun die Laborergebnisse eintreffen, geht das Rätselraten weiter. Ich kann jetzt hier auf jeden Fall keine Auffälligkeiten sehen. Entzündungsparameter sind auch nicht hoch. Würde ich jetzt normalerweise bei einer Appendizitis, also Blinddarmentzündung, würde ich jetzt erwarten, dass die Entzündungsparameter hochgegangen sind, genauso wie bei anderen Infekten. Ne? Da ist aber nichts Auffälliges. Ich gebe dir das mal wieder, kümmer zu den Aktenheften. Hör mal, wann war das denn mit dem? Von mir ist jetzt keine Angst. Okay, pass auf, wir müssen das jetzt trotzdem klären. Also, wann hast du denn dieses Butterbrot gegessen? Schule. Was war denn auf dem Butterbrot drauf? Also Käse und Schinken. Käse und Schinken zusammen? Ja. Solche tollen Butterbrote hast du? Ja, das mag sie am liebsten. So, weil, ich frage nämlich deswegen, weil das, was da jetzt rauskam, ne, du musst ja gerade erbrechen, das war nämlich grün. Und ich habe irgendwie so den bisschen Verdacht, dass du noch was anderes gegessen hast. Und du guckst nämlich auch so. Warten Sie, ich möchte es jetzt ganz vorsichtig aus ihr rausholen, dass wir es jetzt nicht hier mit Druck machen. Weil du guckst nämlich so und jetzt. Was? Also irgendwas hast du, glaube ich, gegessen. Hast du noch genascht, Johanna? Ich habe drei Bohnen gegessen. Also die da standen. Das ist doch gesund. Hohes Gemüse. Was sind das denn für Bohnen gewesen? Vielleicht wissen Sie das? Ja, ich wollte das Mittagessen vorbereiten. Die lagen nur schon da. Ich habe auf dem Markt heute Morgen Bohnen gekauft und wollte den Bohneneintopf noch kochen. Dann kam ich ja aus der Waschküche und dann ging die Sache los mit den Kopfschmerzen, mit der Übelkeit. Also sie hat gar nichts mehr gegessen sonst. Also die Bohnen, waren diese Brechbohnen und die lagen genau, da? Die ich frisch gekauft habe. Die lagen zum Vorbereiten in der Küche, ja. Okay, und die hast du roh dann gegessen? Ja, rohes Gemüse ist doch gesund. Fast. Nicht alles. Es gibt ein paar Gemüsesorten, die darf man eben wirklich nicht roh essen. Ne? Kartoffeln gehören dazu, da ist noch ein anderer Stoff drin. In rohen Bohnen ist tatsächlich Fasin drin, was giftig ist. Fasin ist ein Eiweiß. Eiweiße gehen natürlich ab kurz über 40 Grad, gehen die kaputt. Deswegen ist das auch beim Kochen dann weg. Ja? Dann zerfällt das Eiweiß, wird denaturiert. Deswegen können Sie gekochte Bohnen ganz gut essen, aber rohe eben nicht. Ne? Jetzt waren das nicht so viele, aber gut war jetzt, dass du erbrochen hast. Ne? Da ist jetzt schon mal ein Teil rausgekommen. Das konnten wir ja auch an dem Grün sehen. Aber das darfst du nicht machen. Ne? Ich würde wirklich immer bei sowas fragen. Vielleicht können Sie da in der Familie noch mal sprechen. Die Prognose für Johanna ist hier recht gut. Sie hat zwar diese Bohnen gegessen, hat auch eine Vergiftung gehabt, aber einen großen Teil hat sie erbrochen. Den Rest, der noch im Körper ist, denke ich, werden wir mit medizinischer Kohle binden können, sodass sie innerhalb weniger Tage das Krankenhaus verlassen kann. Die 7-Jährige durfte nach 5 Tagen wieder nach Hause. Sie will sich weiterhin gesund ernähren, aber keine Experimente mehr wagen. Das mit dem zirkelgestochene Herz bei dem Teenager ist nach wenigen Wochen vollständig verschwunden.